Wenn die MS Gratias im Hafen von Rotterdam vor Anker liegt, ist es nur ein kurzes Atemholen. Schon morgen wird sie wieder auf große Fahrt gehen. Doch zuvor muss sie erst einmal beladen werden. Das bedeutet Lärm und Staub. Männersache. Frau und Kinder gehen so lange von Bord. Kapitän Peter Kreuth steuert das Schiff in Richtung der Verladestelle am anderen Ende des Hafens. 14 Tage lang wird er unterwegs sein bis zum Ziel, dem Hafen von Krems, kurz vor Wien. Die Fahrt geht von Rotterdam über den Waal, einen Rheinarm, bis zur deutsch-niederländischen Grenze. Dann den Rhein hinauf, vorbei an Köln und der Lorelei bis nach Mainz. Dort biegt das Schiff auf den Main mit seinen vielen Kurven und Schleusen. Weiter geht die Reise über den Rhein-Main-Donau-Kanal, erreicht kurz vor Regensburg die Donau und führt dann stromabwärts bis nach Krems. Der Hafen von Rotterdam ist der größte der Welt. Für einen Binnenschiffer wie Peter Kreuth bedeutet das Löschen und Laden hier immer Stress. Oft gibt es unvorhergesehene Wartezeiten, weil die Ladung noch nicht eingetroffen ist oder andere Schiffe vorher dran sind. Da hat man schnell mal einen oder zwei Tage Verspätung, sehr zum Ärger des Auftraggebers. Seeschip, das liegt dort in Mitte von der Hafen. Das gehen wir laden. Vater und Sohn arbeiten Hand in Hand. Jetzt im Hafen steuert Peter, der Junior, das 86 Meter lange Schiff und hält Kontakt zu Hafenmeisterei und Ladekränen. Papa Kees macht die Arbeit auf dem Vorschiff. Ein Schwimmkran wird die Ladung aus dem Seeschiff in den Bauch der MS Gratias hieven. Die MS Gratias lädt 1300 Tonnen Vermiculit aus Südafrika, ein Mineral, das in der Chemie verwendet wird. Das Problem, es darf nicht nass werden. Aber das bleibt nicht trocken. Das kommt, denke ich, ziemlich viel Regen aus. Ich stehe schon fertig, um zuzumachen, ja. Aber wenn sie auf die Seeboot nicht zumachen, dann mache ich auch noch nicht zu. Dicke Regenwolken schieben sich näher und näher. Ratlosigkeit bei den Kranarbeitern. Dann beginnt es zu regnen. Schnell muss Peter die Luken schließen. Kurze Rückmeldung an die deutsche Reederei. Ja, guten Morgen mit Peter Kreuth, Motorschiff Gratias. Wir liegen schon neben dem Schwimmkran. Aber jetzt regnet es noch, dus het dauert noch ein bisschen. Aber sie hören noch weiter von mich. Ja, okay, danke. Tschüss. Am alten Hafen von Rotterdam liegt ein Kindergarten. Es sind nur Kinder von Schiffern, die hier hingehen. Die Erzieher wissen am Morgen nie, wie viele Kinder heute kommen werden. Dann tun wir das even ophalen. Und Jacqueline, schreibe ich auch. Jacqueline, schreibst du auch eben deinen Namen an? Und jij staat noch nie auf der Liste. Schifferkindergärten wie diesen gibt es nur in den Niederlanden.
Jacqueline Kreuth ist für 2 Tage hier, dann geht es wieder aufs Schiff. Doch die Erzieherin hält telefonisch Kontakt zu ihren Eltern. Goedemorgen, Jacqueline. Ben blij je weer te zien. En wie zit er naast je? Weet jij dat misschien? Florian Kreuth verlässt den Kindergarten mit einer großen Kiste Materialien für die lange Reise. Bücher, Malsachen, CDs. An Bord wird sie ihre Tochter unterrichten. Nachdem sich der Regen verzogen hat, kann Peter Kreuth weiterladen. Jetzt misst er den Tiefgang des Schiffes. 2,50 Meter tief darf die MS Gratias maximal liegen. Obwohl Peter erst 26 Jahre alt ist, ist er schon ein erfahrener Kapitän. Vor der MS Gratias hatte er bereits 2 andere, kleinere Schiffe. Schnell geht es wieder los. Das nächste Schiff wartet schon darauf, beladen zu werden. Das sehen wir so. Erst ein paar Stunden warten und dann, wenn man ganz auf seine Ruhe bist, dann fangen sie an. Peter Kreuth hat heute Geburtstag. Dass sein Vater schon einmal beginnt, das Deck zu schrubben, ist sein Geschenk für den Sohn. Es ist Ebbe. Da bringt es die MS Gratias nur auf gut 6 Stundenkilometer. Viel zu langsam. Jetzt läuft der Ebbstrom. Und ja, wir gehen zu Berg gegen den Ebbstrom ein. Bis Dordrecht sowieso. Und von Dordrecht nach Gorinchem auch noch ein bisschen. Am Abend legt die MS Gratias in Gorinchem an. Die Hälfte der Strecke bis zur deutschen Grenze ist geschafft. Eigentlich hatte Peter auf dem Fluss vor Anker gehen wollen, aber der Seitenwind war zu stark. Anlegen in einem Hafen, das heißt immer auch, andere Schiffer legen sich daneben. Und dann muss man manchmal mitten in der Nacht aufstehen, um zu rangieren. Aber so bietet sich die seltene Möglichkeit, mit einem Kollegen zu reden. Welchen Sender hörst du? Radio Holland? Ja, über Satellit. Aber das ist doch ganz schön teuer, oder? Naja, so viel ist das auch wieder nicht. Um die Zeit aufzuholen, die er im Hafen von Rotterdam verloren hat, fährt Peter Kreuth am nächsten Morgen bereits früh ab. Das Radar ermöglicht es ihm, auch in der Dunkelheit zu fahren. Von Gesetzes wegen dürfte er erst um 6 Uhr los. Wenn zum Beispiel heute Polizei vorbeikommt, sie sehen, dass ich um 5 Uhr weggefahren bin, dann kann ich eine Warnung kriegen dafür. Und das passiert auch, das haben wir auch schon gehabt. Kees Kreuth hat die meiste Zeit seines Lebens am Steuer gesessen. Wie auch schon sein Vater und sein Großvater. Mein Vater war ein Bomenschipper. Mein Vater war ein Baumschiffer. Und ich habe das auch 20 Jahre lang gemacht. Es war auf eigenes Risiko. Mein Vater hat sie in Frankreich gekauft und hat sie in Holland, in Deutschland oder in Belgien verkauft. Of in Deutschland of in België. Auf dieser Schiffswerft hat mein Opa 2 Schiffe gebaut. Diese Schiffswerft hier.
Früher gab es überall, wo ein Hafen war, sogenannte Schifferbörsen. Dort ging man vor Anker und wartete auf Fracht, manchmal 2 oder 3 Wochen lang. In den Niederlanden war es nie ein Problem, eine Ladung zu bekommen. In Deutschland hingegen haben die Kreuz früher negative Erfahrungen gemacht. In Duisburg war es nicht so mooi. In Duisburg war das nicht so gut. Man musste extra bezahlen für eine Fracht. Und das steckte der Befrachter in seine eigene Tasche. Man musste immer 100 Gulden an den Befrachter zahlen, anders bekam man keine Fracht. Und mein Vater hat das nicht gemacht, er war dagegen. Deshalb mussten wir immer, wenn wir in Deutschland gelöscht haben, leer zurück nach Holland. Beim Verladen dringen Staub und Dreck in alle Ecken. Deshalb muss danach erst einmal 2 Tage geputzt werden. Die MS Gratias ist schließlich das Zuhause von Peter Kreuth und seiner Familie. Das schönste Gefühl von einem Schiff auf einer Reise, das ist, die Ladung ist drinnen, das Schiff ist sauber, die haben alles an Bord, die können weiter zu Berg und die brauchen nicht mehr zu stoppen. Auf dem Rhein geht es zu wie auf einer Autobahn. Was die großen Seeschiffe von den Rohstoffquellen in Afrika und Werkbänken in Asien nach Europa bringen, muss schließlich weiter transportiert werden. Seit einigen Jahren werden selbst Container auf dem Rhein transportiert. Ein großes Containerschiff braucht von Mannheim nach Rotterdam gerade mal 24 Stunden. Die Binnenschifffahrt boomt. Das war in den 80er Jahren anders. Deshalb verkaufte Kees Kreuth damals sein Schiff und ging an Land. Doch als seine Söhne heranwuchsen, wollten beide Binnenschiffer werden. Die Familientradition lebt weiter. Kurz vor der Grenze tankt Peter Kreuth noch einmal voll. In Holland ist der Diesel billiger. Im kleinen Einkaufsladen auf der Bunkerstation macht Florian Kreuth ihre letzten Einkäufe. Dann verabschiedet sie ihren Schwiegervater. Er fährt zurück nach Hause. Binnenschiffe können auf 2 Arten betankt werden. Entweder sie legen, wie die MS Gratias, an der Station an, oder sie werden auf dem Fluss von einem Tankschiff ausbefüllt. Schiffführer hat das letzte Wort. Der Kunde ist König. Aber ja, wenn Schiffführer viele Sachen braucht, ja, dann kommt er auf der Station. Ich habe nur ein kleines Geschäft hier. Aber ich habe nicht alles. Bei starkem Wind ist das Betanken in voller Fahrt besonders schwierig. Weißt du, ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich habe bis jetzt erst einmal was abbekommen. Ja, da hast du Pech gehabt. Du liegst ein wenig hoch, deshalb bekommt ihr das Wasser ab. Rund 40.000 Liter Diesel fasst ein Containerschiff. Etwa eine halbe Stunde dauert das Tanken. Ein Auto hat heute fast jeder Binnenschiffer an Bord. An Ruhetagen kann man damit zum Einkaufen fahren. Und wer ältere Kinder hat, holt sie damit am Wochenende vom Internat aufs Schiff. Wenn er fährt, verbringt Peter Kreuth die meiste Zeit am Steuer. Und am Telefon im Gespräch mit anderen Binnenschiffern. Komm, du, Papa.
Wenn das Schiff einmal fährt, sind die einzigen Menschen, die er sieht, die beiden Kinder und seine Frau. Die Schiffe früher hat auch mehr Zeit gelegen. Zwischen Reisen war zwei, drei Wochen warten auf ein Reise war normal, zum Beispiel. Jetzt wird er gar nicht mehr gewartet, geht es hin und her. Früher, zum Beispiel voordat die radars auf dem Schiff kwamen, wird auch kaum bei Dunkel gefahren oder weniger bei Dunkel gefahren. So war früher Feierabend und wird er mehr zusammen auch gelegen. Dit sociaal aspect is eigenlijk een beetje slechter geworden in deze tijd aan boord. Het is een beetje opgevangen door de telefoon en internet. Es ist spät geworden. Peter versucht auf dem Rhein zu ankern. Florian steuert. Muss das noch mehr raus? Der Anker findet keinen Halt im steinigen Grund, aber Ankerplätze sind rar auf dem Rhein. Ja, weil wir keine richtigen Liegeplätze haben in Hafens oder am Mauers. Das haben wir nicht auf dem Rhein, weil der deutsche Staat da kein Geld für frei macht oder sowas. So, wir machen Anker auf dem Rhein, aber es ist so viel Schifffahrt, dass die Ankerplätze sehr früh schon belegt sind. Jetzt gehen wir es wieder einmal probieren. Peter lichtet die Anker, die Suche geht weiter. Wenn es jetzt nicht gelingt, fahre ich die ganze Nacht durch. Da geht es nicht. Es muss doch normal sein, dass ein Mensch hinter einem Tag fahren normal einen Schlafplatz finden kann. Erst um Mitternacht wird die MS Gratias in dieser Nacht vor Anker gehen. Geht den Rhein hinauf bis nach Köln. Seit er 14 Jahre alt war, ist Peter bei seinen Eltern mitgefahren. Das ist ein Problem. Wenn man an Bord wohnt, speziell wenn die Eltern fahren und sie wohnen bei ihren Eltern an Bord, dass die im Wochenende auch wenig von Bord abkommen, dann ist es immer ein bisschen schwierig, um ein Mädchen oder eine Frau kennenzulernen. Aber ich habe Florian auf Urlaub kennengelernt. Ich war 20, Peter 17. Und er war mein erste Verkehring, heißt das auf Holländisch. Der erste Jungen, womit ich etwas gehabt habe. Ich hatte ihr erzählt, von, wenn ich eine Frau oder Freundin wollte, dann muss da doch eine sein, die auch fahren wollte. Weil ich gehe fahren und ich wollte meine Freundin dann auch mitnehmen. Und dann hat sie gesagt, von, suchen Sie dann mal schön weiter. Im Anfang, wenn ich noch nicht gefahren hatte, hatte ich wirklich gedacht, wir wohnen auf einem Eiland. Und ich komme niemals mehr zu Hause und ich sehe niemand mehr und das wird so einsam und das kann ich nicht. Inzwischen kann sich Florian kein anderes Leben mehr vorstellen. Zwar kümmert sie sich vor allem um die Kinder und den Haushalt, aber auch sie hat ein Schifferpatent. Sonst dürften die Kreuz auch gar nicht fahren. Zwei Mann Besatzung sind vorgeschrieben.
Im Steuerhaus berechnet Peter, wie weit er heute noch kommen wird. Er will bei seinem Auftraggeber möglichst gut dastehen und schnell liefern. Die MS Gratias schafft heute keinen 9-Stunden-Kilometer. Wir gehen langsamer, wie gedacht. Ich hatte gedacht, heute ein bisschen 9.5 zu laufen. Aber jetzt bleibt es ein bisschen auf 8.7 stecken. Am Oberrhein hat es geregnet, deshalb ist dort der Wasserstand höher. Die MS Gratias fährt gleichsam einen Berg hoch. Wechsel im Steuerhaus. Peter ruht sich aus. Wir probieren das zu machen, dass er jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde schlafen kann. Meistens auch, wenn er sehr früh anfängt, dann braucht er das. Und jetzt war es 4 Uhr heute Morgen. Und dann ist er müde. Die Planung ist, dass er diese Reise mehr draußen arbeiten geht. Farbe und Schaum machen. Und dann fahre ich auch mehr. Die Fahrt geht durch das idyllische Rheintal, vorbei an Koblenz und der Lorelei. Vier Wochen lang ist die vierköpfige Familie nun Tag für Tag 24 Stunden zusammen. Etwas anderes könnten Sie sich auch gar nicht vorstellen. Peter hat eine Prüfung gemacht in Würzburg für einige Wochen her und da war eine ganze Nacht war er nicht an Bord und das war wirklich schrecklich. Wo ist denn mein Mann? Bin ich allein ins Bett? Es hat nicht geklappt. Ja, man ist jetzt so gewohnt daran, dass es ungewohnt ist, wenn man nicht zusammen ist. Und glücklicherweise haben wir noch immer was zu reden. So, es geht gar gut. Floriane ist neben meiner Frau auch eine gute Freundin. So, wir haben kein Problem, um den ganzen Tag zusammen zu sein. Wenn man ein Argument hat oder Krieg hat, dann muss das sehr schnell wieder aufgelöst werden. Wenn man gar nicht den ganzen Tag mit so einem Kopf laufen, das geht nicht. Und das weiteste Weg ist nach vorne in die Vorwohnung, aber ja. Die MS Gratias hat angelegt. Am Sonntag arbeiten die Kreuz nicht. Sie sind gläubige Calvinisten. Bei ihnen ruht am siebten Tag die Arbeit. Vier Tage später, auf dem Main bei Würzburg. Seit Mainz reiht sich im 2-Stunden-Takt eine Schleuse an die andere. Das Schiff kommt nur langsam voran. Auf die Rhein ist es nur immer fahren. Und hier, schlagen wir dort. Auf die Main ist das wirklich jede 2 Stunden gibt es eine Schleuse oder minder. Und das ist mit Kochen und die Kinder ins Bett. Und das kann viel Stress geben. Das wird bis zur Donaumündung so bleiben. 6 Tage braucht die MS Gratias von Mainz bis nach Regensburg. 12 Stunden täglich dürfen die Kreuz fahren, in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr.
Nicht immer hält sich Peter an die strengen Regeln. Heute hat er erst um 6 Uhr abgelegt, zum Glück. Denn hinter der Schleuse Randersacker liegt die Wasserschutzpolizei auf der Lauer. Für Sie ist eine Zustellung bei der Fahndungsstelle und wir werden das entsprechend weiterleiten. Dann kommt demnächst Post bei Ihnen an Bord. Ja, eine Grazie, als Hertz. Ja, Sie können an unsere Backbordseite langs Seite kommen. Kontrollen wie diese sind relativ selten. Die Wasserschutzpolizei Würzburg etwa muss 170 Flusskilometer bewachen. Dafür hat sie nur ein Boot und das ist betagt. So, hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Werfen wir mal einen Blick ins Fahrtenbuch. Wo geht denn die Reise hin, wenn ich fahren darf? Krems. Nach Krems. Österreich. Nach Österreich, ja. Genau, ja. Am 9.7. sind Sie losgefahren? In Ihrer Familie, ja? Ja. Ja. Gut, das ist auch in Ordnung. Gibt es ja keine Probleme. Außer den Binnenschiffern kontrolliert die Wasserschutzpolizei auch Freizeitkapitäne, Angler und Camper am Uferstreifen. Wie die Kreuz haben viele Binnenschiffer keine Wohnung an Land und leben nur auf dem Schiff. Ja, wir sind sozusagen amtliche Postboten, so kann man das nennen, und können hier dann aus unserem Fahndungssystem heraussehen, wenn für Schiffsführer, Besatzungsmitglieder amtliche Dokumente zu überstellen sind, dann können wir das ja sehen und funken wir die an, ob die an Bord sind, und dann wird das den Sachen zugestellt. Können wir vanmiddag noch Blaadjes aanmaken? Ja, täglich nach dem Mittagessen macht Florian Kreut eine Stunde Vorschule mit Jacqueline. Wenn sie im nächsten Jahr auf die Schule kommt, wird sie in ein Internat für Schifferkinder gehen. Die Spinne webt ihr Netz. Wo ist der Igel? Das wilde Schwein. Wo ist der Egel? Wenn alles gut geht und mit Jacqueline die Entwicklung auch gut geht, geht sie nächstes Jahr in August, September geht sie in die Schule, Internat. Und dann fahren wir auch nicht mehr so weit weg nach die Donau. Wenn wir probieren, Jacqueline dann jede Wochenende wieder an Bord zu holen. Dann bleiben wir in Deutschland ein bisschen Kanalearbeit machen. Und ich denke, das weiteste Weg, dass das Mannheim wird oder so. Und dann muss ich sehr viel fahren in die Auto. Moet je wel weer terugschoppen naar Corné, hè? An jeder Schleuse geht Peter nach vorne, um das Schiff zu verteuen. Und Florian muss ans Steuer. Schon wieder eine? Ja, ich komme hoch. Wer eigentlich? Schon wieder eine. Es ist jetzt fast 7 Uhr. Die Kinder mussten eigentlich ins Bett, unter die Dusche. Das ist das Fahren. Aber das ist. Manchmal am Ende des Tages ist das ein bisschen stressvoll. Was ist hier? Warum weinst du denn so? Ich bin da hochgeklettert und nicht mehr runtergekommen. Na, soll ich dir die Dose geben, die du holen wolltest? An den Schleusen liegen keine anderen Schiffe vor der MS Gratias. Es geht zügig voran. Jetzt ist wenig Verkehr und das macht ziemlich viel Unterschied. Letzte Reise zum Beispiel waren wir jede Schleuse mit 3 Schiffen in der Schleuse. So, dann musst jede Schleuse hier einfahren, die andere einfahren, die andere einfahren. Und dann, gehen wir Schleusen. Das ist zum Beispiel 10 Minuten oder sowas. Aber 10 oder 11 Schleusen auf einen Tag sind das 2 Stunden fast auf einen Tag, was dann länger dauert. Ja, auch grüne.
Zwei Tage später, kurz hinter Nürnberg. Die MS Gratias wurde 1969 in der GSSR gebaut, später zweimal komplett überholt, bevor Peter Kreuz sie vor 3 Jahren kaufte für 4,5 Millionen Euro. Bevor er morgens den Motor anlässt, muss Peter erst einmal 5 Liter Öl hineingießen. Der Motor hat 930 PS und verbraucht 170 Liter Diesel pro Stunde. Auf dem Main und jetzt auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal ist wesentlich weniger Betrieb als auf dem Rhein. 10, 20 Schiffe pro Tag begegnen der MS Gratias hier, mehr nicht. Jetzt dem Schiff schnell losmachen und wegfahren. Um Punkt 6 Uhr legt Peter ab. Er befürchtet, dass er sonst doch noch im Pulk mit mehreren Schiffen fahren muss. Normalerweise muss in Regensburg die gesamte Fracht auf Lastwagen umgeladen werden, weil das Schiff sonst zu tief liegt. Das kostet Zeit und Geld. In Süddeutschland hat es geregnet, die Flüsse führen viel Wasser. Peter Kreuth wittert die Chance, auch die Donau zu passieren, ohne leichtern zu müssen. Das ist noch ein bisschen spannend. Wir sind morgen Abend in Regensburg. Und letzte Woche haben wir auf einen Tag 90 cm mehr Wasser gekriegt auf der Donau. Jetzt können wir durch. Ich denke, morgen ist auch auf jeden Fall noch Wasser genoeg. Übermorgen ist es ein bisschen abzuwarten. Vielleicht reicht es noch, vielleicht reicht es noch nicht. Ja, ich wollte es auf jeden Fall proberen. Zuvor sind noch einige Schleusen zu überwinden. Bis zu 25 Meter hoch sind die Kammern auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal. In weniger als 5 Minuten wird der Höhenunterschied überwunden. Hier muss das Schiff nicht vertäut werden. Peter kann am Steuer bleiben. Samstagmorgen, 2 Uhr im Hafen von Regensburg. Ich habe gesehen, dass die letzten 8 Stunden ist der Pegel im Durchschnitt mit 3 cm pro Stunde gefallen. Und ich gehe gleich weer gucken. Und wenn das so weitergeht, dann denke ich, dass ich gleich weiterfahre auch. Speicherwert um 0 Uhr. 3, 4, 2. Peter muss rechnen. Wenn der Wasserstand weiter so schnell fällt, wie hoch wird er sein, wenn er die Stellen passiert, wo es eng wird? Gehe fahren. Stunden Schlaf. Die Chance, noch durch das Nadelöhr zwischen Straubing und Vilshofen zu kommen, will Peter sich nicht entgehen lassen. Nicht nur, dass Peter wenig geschlafen hat, es ist auch das erste Mal, dass er diese Strecke alleine fährt. Sein Donaupatent ist noch ganz frisch. Bisher hatte er immer einen Lotsen an Bord. Ich habe für 2 Wochen mein Patent geholt. So, das ist das erste Mal ohne Lots. So, das ist noch ein bisschen aufpassen. Thank you.
Die Sonne blendete mich. Die Bojen sind schwer zu erkennen. Dafür ist die Donau tiefer als gedacht. Jetzt haben wir ein klein bisschen Luft. Das muss auch sein, die erste Mal. Guten Morgen, Papa. Hast du gut geschlafen? Noch ein leckeres Butterbrot? Ja, gerne. Wo sind wir? Bei Winzer. Zwischen Straubing und Vilshofen ist die Donau nicht ausgebaut. Hier nisten Vögel. An den Ufern wuchert es wie im Urwald. Doch weil der Fluss oft Niedrigwasser führt, sollen auch hier Schleusen gebaut werden, sehr zum Ärger von Naturschützern und Bauern. Kachlet, die letzte Schleuse in Deutschland. Seit der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut wurde, herrscht an den Donauschleusen wesentlich mehr Betrieb als früher. Dennoch arbeitet hier jetzt nur noch ein Mann, statt wie in der Vergangenheit drei. Die Schleusen auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal sind sogar teilweise unbemannt. Schleuse Kachlet Anleger. Früher waren da ganze Familien auf den Schiffen. Also heute sind zwei, drei Leute. Früher war viel mehr Bewegung auf den Schiffen. Auch wie der Ostblock, da waren da die ganze Familie. Vom Schwein, vom Huhn, die ganze Familie war da an Bord. Ne? Also da hat man schon mehr Kontakt gehabt. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Heute geht es nur auf und ab und schnell, weil die Schiffe sind enorm unter Druck. Ne? Kurz hinter Passau überquert die MS Gratias die deutsch-österreichische Grenze. Das beschauliche Leben an Deck gefällt auch den Kindern, jedenfalls eine Zeit lang. Das Schwierige ist, dass die Kinder nach drei, vier Wochen wollen sie auch etwas anders sehen. Das merken wir, dann ja, haben sie nicht so viel Lust mehr, um gemütlich zu sein. Und das gibt ein bisschen Unruhe und dann müssen sie gern wieder nach einer. Wann kann ich wieder logieren bei Opa und Oma und wann kann ich wieder in die Schule gehen? Und das ist wirklich schwierig. Dann bekommt es wirklich ein Eiland. In Linz kommt ein Lotse an Bord. Peter Kiripolski ist Slowake. Wie die meisten Lotsen auf der Donau fuhr er früher als Kapitän bei der Flotte der GSSR. Um dieses Stück alleine fahren zu dürfen, fehlen Peter Kreuth noch drei Fahrten. Ich wollte maximal ungefähr 70 Liter drehen. Ja. Da Gratias fährt zu Talkilometer 26. Ja, danke, verstanden. Zusammen damit Lorenz. Die nächtliche Fahrt war anstrengend. Beinahe hätte Peter eine Boje übersehen und wäre auf Grund gelaufen. Wir sind zu Tal gefahren und die Sonne war so ziemlich stark, dass es sehr schwierig zu sehen war, welche Farbe die Tonne hatte. Ne? Und, die Spiegel. Ja, und ich hatte eine grüne. Ich habe später gesehen, dass es ein grüner war. Und ich habe gedacht, das ist der Rot. Und dann wurde quer. Genau auf Zeit. Noch gut gewählt. Die letzten Stunden der Fahrt führen durch die Wachau. Hier sind mehr Ausflugsdampfer als Binnenschiffe unterwegs. Ich bin immer froh, wenn ich da bin, dass wir da ohne Unfälle und so weiter, dass wir da gekommen sind. Dus da is een beetje zufriedenheid, is da auch ein Gefühl von ein bisschen Ruhe. Aber aan de andere Seite fängt jetzt die Arbeit wieder an. Jetzt gehen wir löschen.
nächsten Morgen im Hafen von Krems. 1300 Tonnen Vermiculit hat Peter Kreuz sicher von Rotterdam hierher gefahren. 2 Wochen lang. Jetzt werden sie gelöscht. Eine Sache von wenigen Stunden. Nach dem Löschen muss Peter Kreuth den Laderaum säubern. Als nächstes wird er Eisen laden. Von Linz aus wird es mit dem Eisen zurück nach Rotterdam gehen und dann wieder zurück. Immer weiter. Das Binnenschifferleben ist eine Reise ohne Ende und stets aufs Neue ein Abenteuer.